Guten Tag, mein Name ist Katharina Hochmuth. Ich bin die Leiterin der schulischen Bildungsarbeit bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die Bundesstiftung Aufarbeitung wurde 1998 gegründet und setzt sich mit den Ursachen der Geschichte und den Folgen der Diktatur in der SBZ und der DDR auseinander. Wir möchten den Prozess der inneren Einheit begleiten und dazu beitragen, dass der antitotalitäre Konsens in der Gesellschaft gestärkt wird. Tja, die Corona-Pandemie hat natürlich auch bei uns starke Spuren in unserem gesamten Veranstaltungsmanagement hinterlassen. Live-Veranstaltungen in unserem Raum mit vielen Gästen sind nicht mehr möglich. Die Zeitzeugenarbeit in Schulen, gerade im Bildungsbereich, hat darunter gelitten. Also wir hatten einige Einschnitte zu verzeichnen und haben dann natürlich wie viele Institutionen überlegt, wie können wir da kreativ und innovativ darauf reagieren und uns einige Formate überlegt, wie wir eben auch in dieser Krisenzeit möglichst unsere Angebote, unsere Inhalte weiter an die Zielgruppen vermitteln können. Und da möchte ich zwei, drei Dinge vielleicht hervorheben, die wir uns jetzt als Besonderheiten bei uns im Bereich der schulischen Bildung oder im Bildungsbereich überlegt haben. Dazu gehört einmal ein Projekt, wo wir gerne Jugendliche mit Begriffen aus der Transformations- und Einheitszeit gerne bekannt machen möchten. Und zwar nennt sich das Aufbruch und Umbruch 1810 zur deutschen Einheit und Umbruchszeit. Und das sind Illustrationen von dem Comiczeichner Schwavel aus Leipzig, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und die verschicken wir jetzt gerade noch laufend donnerstags und montags über unsere Social-Media-Kanäle und versuchen eben damit über Social Media, also Facebook und Twitter, aber auch über unsere Webseite junge Zielgruppen dezidiert zu erreichen und über diese Begriffe mit unseren Inhalten bekannt zu machen. Außerdem gibt es eine sehr schöne Dokumentation unseres Jugendwettbewerbs Umbruchszeiten. Das war ein Wettbewerb, der in diesem Jahr durchgeführt worden ist und wo wir die vielen Einreichungen der Jugendlichen, die sich mit der Transformationszeit nach 1989-90 auseinandergesetzt haben, jetzt auf unserer Webseite umbruchszeiten.de dokumentieren. Man kann da in verschiedenen Kategorien über 50 Beiträge nachrecherchieren und gucken, wie sich Jugendliche eben auch auf digitalem Weg in Form von Podcasts, Videos mit dieser Zeit auseinandergesetzt haben. Außerdem ist unsere Webseite zum Projekttag 9. November überarbeitet und man kann sich dort informieren, wie man mit Schülern auch auf digitalem Wege einen Projekttag durchführen kann zum schwierigen Erinnerungsdatum und Tag 9. November. Das sind so drei besondere Projekte aus dem Bildungsbereich. Darüber hinaus haben wir natürlich unser gesamtes Veranstaltungsprogramm digital umgestellt. Wir senden auf unserem YouTube-Kanal regelmäßig Veranstaltungen, die auch in einer Chatfunktion interaktiv begleitet werden können, Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Buchpräsentationen und so weiter, die im Nachhinein dann auch in unserer Mediathek abrufbar sind und noch nachgesehen werden können. Ja, das sind die Projekte aus der Corona-Zeit im digitalen Bereich, die entstanden sind. Natürlich freuen wir uns jetzt auch, ins Gespräch mit den anderen Netzwerkteilnehmern zu kommen und zu sehen, was sie für kreative Ideen hatten und wie man vielleicht da gegenseitig voneinander profitieren kann.